Ja, dann begrüße ich Sie alle mal recht herzlich, also heute mal 2 Minuten zu früh, zur 23. Vorlesung in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Wintersemester 22/23. Ich habe Ihnen auf Moodle Informationen zum Bachelor-Seminar hochgeladen. Also diejenigen, die Interesse haben am Bachelor-Seminar, können Sie mal in die Moodle-Seite reingucken. Unter Allgemeines finden Sie eine Themenliste und Informationen zum Ablauf des Seminars. Und ich würde die Vorbesprechung und Seminarplatzvergabe dann in der letzten Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie am, so und so viel im Februar machen. Also der letzte Termin der Wahrscheinlichkeitsvorlesung wurde entfallen und wir hören dann an dem Mittwoch schon auf und am Donnerstag würde ich in dem Raum die Themenvergaben machen. Punkt 1. Punkt 2, ich habe beim letzten Mal noch vergessen, eigentlich zu der Jensischen Ungleichung ein Beispiel zu machen. Als Nachtrag. Und es gibt Beispiel gesagt, wenn x quadratisch integrierbar ist, dann ist auch der bedingte Erwartungswert von x gegeben c quadratisch integrierbar. Sie haben eine erweitert reellwertige Zufallsvariable auf dem Wahrscheinlichkeitsraum Omega AP und C ist ein Untersigma-Algebra von A. X ist nicht nur integrierbar, sondern sogar quadratisch integrierbar. Sie wissen schon, nach Definition ist die bedingte Erwartung eine integrierbare Zufallsvariable, also in dem Fall sogar quadratisch integrierbar. Warum? Sie rechnen einfach nach. Also wir zeigen einfach, dass das Erwartungswert vom Betrag ist. Vom Erwartungswert von x gegeben c, der Quadrat davon klein und endlich ist. Und das ist jetzt eben ein f von dem bedingten Erwartung, von der bedingten Erwartung. Und da hatten wir beim letzten Mal die Jensensche Ungleichung. Die Funktion f ist hier f von x gleich x Quadrat, ist natürlich eine konvexe Funktion. Deswegen ist es nach der Jensenschen Ungleichung Jensen. Ist die Zufallsvariable selber kleiner gleich als die bedingte Erwartung von x Quadrat gegeben c und dann ist auch der wegen Monotonie des Erwartungswerts der Erwartungswert kleiner gleich und ja, dann haben Sie unseren Standardsatz und Definition bedingte Erwartung wie auch immer. Die bedingte Erwartung war ja eine Zufallsvariable, die die Eigenschaft hat, wenn Sie sie über beliebige Mengen aus c integrieren, dann ist das gleiche wie wenn Sie sie über, wenn Sie x Quadrat über c integrieren, kommt das gleiche raus, also Integral dp. Und jetzt nehmen Sie c ist eine Sigma-Algebra, also können Sie Omega nehmen. Also ist dieser Erwartungswert hier, der Erwartungswert für x Quadrat. Und der war ja noch Voraussetzung, nein, unendlich. Weil das Beispiel hat man letztes Mal noch gefehlt. Sorry. Gut, dann kommen wir zur Wiederholungsfolie. Liegt schon auf. Wir haben behandelt, das wo ich gerade das Beispiel noch zugemacht habe, die Jensensche Ungleichung für bedingte Erwartungen. Wenn Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum Omega AP haben, C, Teilmenge A ist eine Sigma-Algebra, X ist eine erweitert, ist eine integrierbare reelle Zufallsvariable auf Omega AP und F von RB nach RB ist also messbar und konvex. Mit der Eigenschaft, dass F von X integrierbar ist, dann gilt f von der bedingten Erwartung von x gegeben c ist kleiner gleich als Erwartungswert von f von x oder bedingte Erwartung von f von x gegeben c, fast sicher. Also zum Beispiel gerade eben, mein x darf nicht erweitert reellwertig sein, sondern muss reellwertig sein. Hatte ich falsch gesagt. Und der Beweis ging so, dass wir ausgenutzt haben aufgrund der, oder beziehungsweise wenn f eben zweimal stetig differenzierbar ist, dann galt und konvex, dann galt die schöne Beziehung f von x ist minus f von y mal größer gleich als f' von y mal x minus y. Und da können Sie dann für klein x groß x einsetzen und für klein y setzen Sie die bedingte Erwartung ein. Und dann kommen Sie auf f von groß x ist
größer gleich f von der bedingten Erwartung von x gegeben c plus f' von der bedingten Erwartung gegeben c mal x minus bedingte Erwartung von x gegeben c. Und das hatte ich eigentlich gemacht für ex allein, um zu zeigen, wie man ganz einfach die Jensensche Ungleichung für totale Erwartungswerte herleiten kann. Und dann war die Frage beim letzten Mal im Raum, warum mache ich nicht diesen Ansatz für bedingte Erwartungen? Und da hatte jemand von Ihnen dann gesagt, ja, also ich kam so ein bisschen durcheinander. Ich hatte eigentlich gedacht, das liegt an der Ausnahmemenge, das ist fast sicher, aber es ist nicht der Fall. Jemand von Ihnen hatte gesagt, ja, das Problem ist, ich kann diese üblichen, also ich kann jetzt nicht einfach ausnutzen, beziehungsweise ich kann natürlich ausnutzen, bedingte Erwartung von der linken Seite ist größer gleich bedingte Erwartung von der rechten Seite, was sicher. Und dann möchte ich es eben mit Rechenregeln umformen, sodass da gerade die bedingte, dass da gerade f von bedingte Erwartung von x gegeben c rauskommt. Und dann kam der Einwand, ja, wir müssen aber wissen, dass f von bedingte Erwartung von x gegeben c integrierbar ist. Das ist per se integrierbar. Nee, ist auch nicht integrierbar. Wieder falsch gesagt, ne? Gut, das wissen wir auch nicht, aber ich glaube, das größere Problem ist eigentlich, dass ich will ja eigentlich dieses f' von ex gegeben c aus der bedingten Erwartung rausziehen und damit müsste das Produkt auch noch integrierbar sein. Also ich bräuchte es eigentlich an zwei Stellen. Daher jetzt. Okay, also ich arbeite noch dran, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile begriffen. Das war das Nachtrag vom letzten Mal. Dann, was wir dann noch gemacht haben, ich habe Ihnen den Begriff des Martingals bzw. Submartingal vorgestellt und ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, wofür eigentlich Martingal steht. Martingal ist kein Name. Also ist nicht der Name von irgendjemand, der hieß mal Martingal. Martingal kommt aus dem Französischen und es war irgend so ein speziell gebogenes Blech. Ich wollte nachgucken. Sorry, ich habe es vergessen. Mache ich noch beim nächsten Mal. Also wir haben eine Folge von integrierbaren Zufallsvariablen auf dem gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum Omega RP mit Werten in R-quer, B-quer. Und wir haben eine Folge von Sigma-Algebren gegeben und der Sigma-Algebren jeweils von A, also von der Sigma-Algebra auf Omega AP und monoton wachsen, das heißt A1 ist eine Teilmenge von A2, ist eine Teilmenge von A3 und so weiter. Diese Folge heißt Martingal, falls, beziehungsweise Submartingal, falls erstens gilt, diese Xn müssen jeweils AN, B messbar sein. Ja. Wahrscheinlich meine ich A1B B quer messbar, wenn so oben B quer steht. Ne? Also X in A1B quer messbar für alle N aus N. Und zweitens, fürs Martingal muss noch gelten, der bedingte Erwartungswert von Xn plus 1 gegeben A1 ist gleich Xn, fast sicher. Für Submartingal muss gelten, der bedingte Erwartungswert von Xn plus 1 gegeben A1 ist größer gleich Xn, fast sicher. Also beim Submartingal ist sowas wie eine monoton wachsende Folge. So ganz grob. Okay, soweit zu dem Begriff. Und dann stehen geblieben waren wir bei Satz 8.3. Omega AP ist Wahrscheinlichkeitsraum, Vn ist eine Folge von Zufallsvariablen auf Omega AP mit Werten in RB. Dann gilt die Partialsummenfolge J gleich 1 bis N Vj als Folge von N Element N ist genau dann ein Martingal bzw. Submartingal bezüglich der von V1 bis Vn erzeugten Folge der Sigma-Algebren, die von V1 bis Vn erzeugt werden oder äquivalent von V1 plus V2 und so weiter bis von V1 plus und so weiter von Vn. Das sind also die gleichen Sigma-Algebren. Wenn gilt, für alle n aus n, Vn ist integrierbar und für alle n aus n die bedingte Erwartung von Vn plus 1 gegeben, V1 bis Vn ist gleich 0 im Martingalfall und größer gleich 0 im Submartingalfall. Da waren wir stehen geblieben. Ich mache vielleicht direkt den Beweis und ich schreibe mir eigentlich hin für Martingale und dann werden Sie sehen, für Submartingale ist es genau das gleiche. Also Beweis von Satz 8.3. Das erste und der schon fast schwierigste Schritt im ganzen Beweis ist zu zeigen, dass diese Sigma-Algebren die gleichen sind, also dass es egal ist, ob sie die von der Folge erzeugten Sigma-Algebren oder von N-Gliedern der Folge erzeugten Sigma-Algebren betrachten oder die von N-Gliedern der zugehörigen Partialsummenfolge erzeugte Sigma-Algebra.
Dazu machen wir eine Vorbemerkung. Ich brachte Zufallsvariablen x1 bis xn. Ich betrachte d kleiner gleich n. Und ich betrachte eine, also hier habe ich reelle Zufallsvariablen, also ich soll reell wertig sein. Und ich betrachte eine Funktion von rd nach r, die messbar ist bezüglich dem Borelschen Sigma. Und dann ist meine Behauptung, dass h von x1 bis xn ja, von x1 bis xd, also ich kann ja nur h wieder von rd, dass das f von x1 bis xn b messbar ist. Was bringt mir das? Naja, ganz einfach, das bringt mir, Sie sehen direkt dieses V1, V1 plus V2 und so weiter, V1 plus V2 und so weiter bis Vn, ist ja, sind ja Funktionen von V1 bis Vn und damit wären diese Zufallsvariablen alle f von V1 bis Vn b messbar und damit wäre die kleinste Sigma-Algebra bezüglich der alle diese Funktionen messbar sind, eine Teilmenge von f von V1 bis Vn. Das heißt, von dieser Beziehung zwischen den erzeugten Sigma-Algebra hätten wir schon mal eine Beziehung mit einem Schlag gezeigt. Okay, jetzt hat jemand eine Idee, warum ist dann h von x1 bis xd f von x1 bis xn b messbar? Ja, genau das meinte ich beim letzten Mal mit blöden Beweis aus der Marx-Theorie. Man sieht es nicht so recht. Aber es ist komplett trivial. Warum? Da gucken Sie sich an, x1 bis xd sind natürlich alle f von x1 bis xn b messbar. Ne? Weil f von xi ist ja Teilmenge von f von x1 bis xn. Dann hatten wir uns mal überlegt, das war einer dieser kleinen Sätze, die wir hatten aus der Marx-Theorie. Wie sieht es für den Vektor aus? Welche Vektoreigenschaft hat, welche Messbarkeitseigenschaft hat dieser Vektor? Wenn Sie also aus einzelnen reellwertigen, also Sie haben hier Zufallsvariablen, die müssen alle auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum definiert sein, wenn Sie da dann eine neue Abbildung zusammenbasteln, den die Vektor fertig wird. Können Sie da was über die Messbarkeit aussagen? Das ist dann messbar bezüglich der Sigma-Algebra, wie also das Kreuzprodukt gebildet wird, von denen die einzelnen jeweils messbar sind. Okay, aber jetzt Sigma-Algebra bezüglich dem Kreuzprodukt. Jetzt die Frage, an welcher Stelle bilden Sie das Kreuzprodukt? Im Definitionsbereich bei der Sigma-Algebra oder im Bildbereich? Im Definitionsbereich. Im Definitionsbereich macht es vor allem keinen Sinn, weil im Definitionsbereich haben Sie immer die gleiche Sigma-Algebra. Also Sie haben Zufallsvariablen definiert, reellwertige Zufallsvariablen definiert auf dem Wahrscheinlichkeitsraum Omega AP. Ne?
Und haben Sie immer die Sigma-Algebra A. Und dann ist die A, sind die A B messbar. Ne? Und dann machen Sie einen Vektor, der geht jetzt von dem Omega nach R oben D. Und dann nehmen Sie das Kreuzprodukt der Sigma-Algebra im Definitionsbereich. Das heißt, das ist F von, und unser A entspricht hier unser F von x1 bis xn. Und unser D-faches Kreuzprodukt von B ist BD. Was ist der Trick? Ich habe jetzt die Satznummer nicht mehr da. Ne? War da, wo wir mehrdimensionale Verteilungen eingeführt haben, haben wir das damals gemacht. Der Satz. Und der Beweis war ganz einfach. Sie mussten halt nur zeigen, dass, also Sie müssen ja zeigen, Urbilder von Mengen in BD liegen in der Sigma-Algebra drin. Und dann reicht es aber, das zu zeigen für ein erzeugendes System. Und dann nehmen Sie halt Kreuzprodukt von Intervallen. Oder Kreuzprodukt von Intervallen. Und dann ist eben das Bild in dem Kreuzprodukt von Intervallen genau dann, wenn die einzelnen Komponenten in den einzelnen Intervallen sind. Und das ist dann ein Schnitt von lauter U-Bildern von Intervallen und die sind alle in F von x1 bis xn. Also wir haben das. Ja, und dann haben Sie Verkettung messbarer Abbildung, ist messbar. Ne? Dann sehen Sie in der H von x1 bis xd. Das F von x1 bis xn. B ist also die Vorbemerkung haben wir. Daraus folgt, diese Gleichheit der Sigma-Algebren ja, Sie haben in einem Schlag, dass dieses V1 plus und so weiter bis plus Vd ist eben F von V1 bis Vn messbar. Weil V1 plus und so weiter bis Vd ist ja so eine Funktion, in dem Fall die Additionsfunktion, die eben von Rd nach R messbar geht, von den V1 bis Vn. Gilt. Und dann kommt eben die Definition, sehen Sie, die ganzen Zufallsvariablen sind in der Sigma-Algebra drin, und dann kommt die Definition der davon erzeugten Sigma-Algebra, das kleinste Sigma-Algebra, zu der die messbar sind. Wie sieht es mit der Umkehrung aus? Ja. In der linken Seite. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wir haben V1 plus V2, dann können wir wieder V1 abziehen. Dann kriegen wir, dass V2 drin ist und dann können wir den Prozess für alle VI wiederholen und kriegen, dass die VI drin liegen. Ja. Aber ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde direkt hier angucken, kann ich VI denn darstellen als eine Funktion dieser Zufallsvariablen auf der der Sigma-Algebra in der linken Seite, das können Sie, das ist einfach V1 plus VI minus V1 plus VI minus 1. Und dann sehen Sie, das ist F von V1 plus V2 plus V2. Also würde ich argumentieren. Ihre andere Richtung geht wahrscheinlich auch, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu sehen. Okay.
Damit haben wir das. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Beweis. Und damit haben wir uns eigentlich klar gemacht, also zeigen wollen wir ja dieses diese Summe j gleich 1 bis n vj ist ein Martingal. Ja, eigentlich brauche ich nichts mehr bezüglich Messbarkeitsbedingungen zeigen, weil ist ja die Frage, was heißt es, diese Summe j gleich 1 bis n ist ein Martingal. Da würde ich ja als Martingal, wenn ich die, hatten wir beim letzten Mal gesagt, wenn ich die Folge der Sigma-Algebra nicht annehme, dann nehme ich einfach die kanonische Folge der Sigma-Algebra und das ist einfach die von den Zufallsvariablen in der Folge, die ein Martingal sein soll, erzeugte Sigma-Algebra und da habe ich natürlich eine Messbarkeit. Ne? Also Messbarkeit ist kein Problem. Analog sehen Sie aber auch, wenn die Vn integrierbar sind, dann sind auch diese Partialsummen integrierbar und wenn die Partialsummen, weil es ja Funktionen der oder Summen der Vn sind, und wenn die Partialsummen integrierbar sind, dann sind auch die Vns integrierbar, weil die Vis sich ja als Differenz darstellen lassen kann. Also analog sieht man, dass eben die V1 bis Vn integrierbar sind. Dazu, dass V1, V1 plus V2 und so weiter bis V1. Also genügt es jetzt eigentlich, die Martingalbedingungen zu zeigen. Für die Martingalbedingungen muss ich zeigen, beziehungsweise ich muss eigentlich jetzt zeigen, diese Martingalbedingung, die wir in der Definition des Martingals haben, dass der Erwartungswert von xn plus 1 gegeben an gleich xn ist, dass das das gleiche ist, wie dass dieser Erwartungswert gleich 0 ist. Also ich zeige Erwartungswert Vn plus 1 und jetzt gebe ich die Erwartungswert von der Summe plus 1 bis n plus 1 Vi und jetzt gebe ich die zugehörige Sigma-Algebra an, die nenne ich jetzt hier mal Fn, was Fn ist, kommt gleich, das ist gleich Summe gleich 1 bis n Vi. Das soll äquivalent sein, dass der Erwartungswert für diese zweite Behauptung von Vn plus 1. Und jetzt müsste ich hier eigentlich die Sigma-Algebra der V1 bis V, die von V1 bis Vn erzeugt wird, hinschreiben. Und an der Stelle müsste ich eigentlich die Sigma-Algebra hinschreiben, die von V1, V1 plus V2 und so weiter bis V1 plus und so weiter plus Vn erzeugt wird. Aber die beiden Sigma-Algebren sind ja die gleichen. Deswegen kann ich hier beides mal Fn hinschreiben. Hier kommt auch fast sicher dran. Und hier habe ich nur sicher. Und für Fn kann ich jetzt eine dieser beiden Sigma-Algebren nehmen. Und ich nehme die von V1 bis Vn. Und das machen Sie sich jetzt klar, indem Sie sich einfach überlegen, ja, wie sieht denn dieser bedingte Erwartungswert aus? Dies folgt aus. Also ich gucke
mal die bedingte Erwartung von der Summe i gleich 1 bis n plus 1 der Vi gegeben Fn an. Und dann ist das ja also die Zufallsvariable, von der ich die bedingte Erwartung nehme, ist ja eine Summe von zwei Zufallsvariablen und nach dem Satz 7, 3, also einen der Teile hatten wir, die bedingte Erwartung war linear, das heißt, das ist die Erwartung von 1 bis n und i fn plus die Erwartung von n plus 1 gegeben fn. Das ist sicher. Und da die, jetzt wenden wir nochmal Satz 7, 3 an. Und wir wissen ja schon, dass die Summe Fn g messbar war. Weil eben unser Fn auch wiederum das gleiche ist wie die von V1, V1 plus V2 und so weiter, bis V1 plus und so weiter, Vn, solche Sigma-Algebra, die Summe selber ist drin. Ja, aber dann ist der bedingte Erwartungswert gleich der Zufallsvariable selber. Und dann sehen Sie eben diese bedingte Erwartung von der Summe i gleich 1 bis n plus 1 der Vi gegeben Fn ist gleich dieser Summe von i gleich 1 bis n Vi. Dann und nur dann, wenn dieser zweite bedingte Erwartungswert hier gleich 0 ist. Das ist sicher. Und analog gilt es natürlich auch für größere Gleichungen. Okay, Fragen soweit? Dann haben wir das auch geschafft. Ja, kann ich hier direkt das Beispiel für ein Martingal hinschreiben. Habe ich beim letzten Mal schon mündlich erwähnt. Sind V1, V2 und so weiter unabhängige, integrierbare, reelle Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0, so ist die Folge der Partialsummenfolgen ein Martingal. Integrierbare reelle Zufallsvariablen mit Erwartungswert gleich 0. Die zweite Voraussetzung, die Sie brauchen, so ist diese. Und entweder können Sie jetzt die kanonische Folge der Sigma-Algebren anwenden, oder wir wissen ja auch schon die
Das ist auch die Folge der Signalgebra, die erzeugt wird von den V1 und V1. Und das folgern Sie eben jetzt direkt aus dem Satz 8.3, in dem Sie zeigen, unter den Voraussetzungen, die da stehen, ist eben diese zweite Bedingung, also Vn integrierbar, ist klar, haben wir schon rausgesetzt, ist eben diese zweite Bedingung, der Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben V1 bis Vn gleich 0 erfüllt. Sieht jetzt jemand von Ihnen, warum ist der Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben V1 bis Vn in dem Fall gleich 0? Also Sie haben V1, V2 und so weiter, das sind unabhängig integrierbare Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0. Warum ist dann die bedingte Erwartung von Vn plus 1 gegeben V1 plus Vn gleich 0? Vorschlag? Muss aus der Unabhängigkeit folgen. Und was folgt aus der Unabhängigkeit? Wir hatten eine Bemerkung, dass bei der Blinke Erwartungswert einfach der normale Erwartungswert ist, wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind. Der bedingte Erwartungswert ist einfach der normale Erwartungswert, wenn die Zufallsvariablen unabhängig sind. Die Bemerkung war genauer, also die bedingte Erwartung von x gegeben c ist gleich ex, wenn x und c unabhängig sind, in dem Sinne, dass x oben minus 1 von b und c unabhängig sind. Und das ist natürlich der Fall, also in dem Fall wissen Sie ja, also wir machen die Begründung, also es ist richtig, was Sie sagen, Begründung wäre, wir wenden erst die Unabhängigkeit an, dass der Erwartungswert gleich 0 ist, wenn V1 bis Vn unabhängig sind, oder Vn plus 1 sind unabhängig, dann folgt daraus, dass auch V1 bis Vn als Vektor und Vn plus 1 unabhängig sind. Das war diese Eigenschaft der Unabhängigkeit. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt zwei Zentrale, wo die Unabhängigkeit erhalten bleibt. Einerseits, wenn Sie irgendwelche Funktionen drauf anwenden auf die Zufallsvariablen, andererseits, wenn Sie umgruppieren. Das ist die Umgruppierung oder im Zweifel von der Umgruppierung. Und dann kommt eben, dann ist eben der bedingte Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben V1 bis Vn ist, ja, ich kann die Nummer hinschreiben. Das war Bemerkung 7.7. Ist in dem Fall einfach der totale Erwartungswert. Und der war ja noch voraussetzlich. Und dann wenden wir eben Satz 8.3 an und haben die Behauptung. Also wir haben jetzt das erste Beispiel für ein Martingal, ist eine Partialsummenfolge zu einer Folge von unabhängigen Zufallsvariablen mit Erwartungswert. Fragen dazu?
Dann kommt der nächste Satz. Davor war Satz 8,3, dann kommt jetzt Satz 8,4. Eine Folgerung aus den bisherigen Sätzen, die wir später brauchen werden, oder die wir im Satz 8,5 brauchen werden. Wir haben im Wahrscheinlichkeitsraum eine Folge von quadratischen degrierbaren Zufallsvariablen, davon die zugehörige Partialsummenfolge sein Martingal. Und die Behauptung ist, dann gilt der Erwartungswert von Vi mal Vj ist gleich 0 für alle i im gleich j. Das ist unsere Erklärung. Folge Vn. Die quadratischen Degrierbaren. B nach RB, mit der Eigenschaft, dass eben die Partialsummenfolge in Martingal ist. Und die Behauptung ist, dann gilt für alle i ungleich j. Okay, wie geht das? Eigentlich relativ einfach. Also ich verwende den Satz 8,3, dass der Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben V1 bis Vn gleich 0 ist. Und ich nehme einfach hier an, einer von beiden sei größer, zum Beispiel i sei größer als j OBDA. Und dann bilde ich hier drin nochmal die bedingte Erwartung gegeben V1 bis Vi-1 und ziehe dann Vj raus. OBDA. Von Vi mal Vj. Beachten Sie, der Erwartungswert existiert, weil Vi und Vj ja quadratisch integrierbar sind. Und damit ist der Erwartungswert von Betrag von mal Vi mal Vj kleiner gleich nach Cauchy-Schwarz als Erwartungswert von Vi Quadrat wird zu Hause mal Erwartungswert Vj Quadrat wird zu Hause. Klein und endliches. Insbesondere kann ich deswegen jetzt hier einen bedingten Erwartungswert hinschreiben. Und jetzt gebe ich eben alle Vi V1 bis Vi minus 1 vor. Also Erwartungswert von der bedingten Erwartung ist ja immer die Erwartung, weil das ist Definition oder Satz 7,3, wie auch immer. Das heißt, das mal vielleicht als
Definition bedingte Erwartung. Und jetzt würde ich gerne an der Stelle VJ rausziehen. VJ ziehe ich raus und lasse den anderen stehen. Das war ein Teil von Satz 7.3. Lassen Sie mal nachgucken, welcher. Das war Satz 7.3b. Jetzt erinnern Sie sich noch, welche Voraussetzungen brauche ich, um so einen Faktor rausziehen zu können? Muss L1 integrierbar sein, was? Das, was ich rausgezogen habe. Das, was ich rausgezogen habe, also VJ ist integrierbar, das ist klar, ne? Weil VJ ist quadratisch integrierbar. Brauche ich noch mehr? Man braucht, dass die einzelnen Faktoren und das Produkt jeweils integrierbar sind. Man braucht, dass die einzelnen Faktoren und das Produkt jeweils integrierbar sind. Naja, also nicht ganz, oder fast ganz, aber im Prinzip ist klar, der bedingte Erwartungswert ist integrierbar, ne? Definition. Also ich brauche aber eigentlich, dass VJ integrierbar ist. Ja. Also wir haben VJ integrierbar. Wir brauchen weiter, der Faktor, den ich rausgezogen habe, muss messbar sein. Ne? Das ist aber auch klar. VJ ist f von V1 bis VI bis 1 messbar. Da I ja größer als J war. Und die entscheidende Voraussetzung, die ich eben noch brauche, ist die Integrierbarkeit vom Produkt. Das wäre auch nicht schlecht. Mal hat uns der von VI gegeben. V1 bis minus 1. Und warum ist das Produkt integrierbar? Also das eine ist klar, VJ ist integrierbar, weil es quadratisch integrierbar war. VJ war auch, die Messbarkeit ist auch klar, aber die dritte Eigenschaft, warum ist das Produkt integrierbar? Wo kommt das her? Wenn wir den Nachtrag verwenden, dass der bedingte Erwartungswert quadratisch integrierbar ist. Und dann ist eben VJ quadratisch integrierbar und der bedingte Erwartungswert ist quadratisch integrierbar. Und wenn Sie zwei quadratisch integrierbare Funktionen multiplizieren, ist die Funktion integrierbar nach Cauchy-Schwarz. Ja, also VJ und dieser bedingte Erwartungswert. Ja, und dann sehen Sie aber, das war jetzt Satz 7.3g und jetzt wissen wir halt, der bedingte Erwartung im Inneren ist gleich 0 nach Satz 8.3. Das ist der Erwartungswert von VI mal 0. Woher kommt nochmal der erste Schritt genau? Weil wir hatten ja, also
Woher kommt der erste Schritt? Der Erwartungswert der bedingten Erwartung ist immer die Erwartung. Es war diese Eigenschaft, die bedingte Erwartung hat die Eigenschaft, dass es eine Zufallsvariable war, die hing zusammen mit der ursprünglichen Zufallsvariable, dass wenn Sie über Mengen aus der Sigma-Algebra auf diese Bedingungen integrieren, dann kommt das Integral über die ursprüngliche Zufallsvariable raus. Und als spezielle Menge nehmen Sie jetzt den ganzen Raum, Omega ist immer in der Sigma-Algebra drin. Und das Integral über Omega, Vi mal Vj, ist gerade der Erwartungswert von Vi mal Vj. Und das Integral über Omega über die bedingte Erwartung ist auch der Erwartungswert der bedingten Erwartung. Wir hatten ganz am Anfang das Beispiel, dass wir leere Mengen Omega nehmen. Aber ja, und wo sehen Sie den Widerspruch oder was stört Sie dran? Ich hätte jetzt halt erwartet, dass wir das Omega und die leere Menge entscheiden. Oder wieso kommt da jetzt auch der Erwartungswert aus, wenn wir V1 bis V-1 nehmen? Moment, Moment. Hier kommt jetzt nicht, diesmal kommt nicht raus, dass der, dass die bedingte Erwartung gleich dem Erwartungswert ist, sondern hier kommt raus, der Erwartungswert der bedingten Erwartung ist gleich dem Erwartungswert der ursprünglichen Zufallsvariable. Und in dem Beispiel, was Sie erwähnen, da war die Sigma-Algebra trivial, nur die leere Menge und Omega, dann ist die bedingte Erwartung selber gleich dem Erwartungswert. Das ist eine Konstantenabbildung. Das ist hier aber nicht der Fall. Okay? Gut. Noch Fragen? Ist die bedingte Erwartung von einer Funktion immer integrierbar? Was heißt, meinen Sie von einer Funktion, von einer Zufallsvariable? Ja, ja. Von einer Zufallsvariable immer integrierbar, wenn die Funktion selber integrierbar ist? Nein, die bedingte Erwartung ist nur definiert, wenn die Zufallsvariable selber integrierbar ist. Ne? Sonst ist sie ja gar nicht definiert. Und dann ist sie aber immer integrierbar, weil nach Definition war es eine integrierbare Zufallsvariable. Also eigentlich in meinem Skript habe ich, glaube ich, vorneweg noch bemerkt, dass Vi mal Vj integrierbar ist. Ne? Und das brauche ich eben, damit ich die bedingte Erwartung überhaupt hinschreiben kann. Also. Aber ich habe es hier nur mündlich gemacht. Okay, noch Fragen? Dann mache ich 5 Minuten Pause zum Tafelwischen. Ich habe jetzt meine Uhr 12.27 Uhr. Ungefähr, und ich mache dann ungefähr 12.32 Uhr weiter. Dankeschön.
Ja, dann bin ich soweit fertig mit dem Tafelfischen und würde ganz gerne weitermachen. Wir kommen jetzt zum zentralen Satz, den ich allerdings nicht beweisen werde. Den Beweis finden Sie im Skript. Das sind mehrere Vorlesungen, die man dazu brauchen würde. Das ist das ganze Kapitel 11 vom Skript. Das ist der eine Satz in dieser Vorlesung, den ich nicht beweise. Weil, also eigentlich zentral, aber andererseits erst ein bisschen technisch. Man lernt nicht auch viel aus dem Satz. Achtung, Satz. Und es ist die sogenannte Submatingal-Konvergenztheorem von Duke. Und das war das, was ich anschaulich gemeint habe mit das Submatingal ist sowas wie monoton wachsend, weil der bedingte Erwartungswert von xn plus 1 gegeben, an ist ja immer größer gleich xn. Und wenn Sie jetzt noch eine Beschränktheit zu fordern, dann haben Sie bekommen Sie eine Konvergenz. Und das wird jetzt hier genauer formuliert. Sie haben ein Leerraum Omega AB. Sie haben ein Submatingal. Und die Beschränktheit nach oben ist die Forderung, dass der Limes Superior vom Erwartungswertbetrag von xn klein und endlich ist. Dann ist die Aussage, das konvergiert fast sicher. Das heißt, es existiert eine integrierbare, reelle Zufallsvariable, die xn konvergiert gegen x fast sicher. Existiert integrierbare. Das Ganze ist eine Existenzaussage und Sie wissen vielleicht, Existenzaussagen in der Mathematik sind meistens die schwierigen Theoreme. Oder die schwierigen Theoreme, sagen wir so rum, sind meistens Existenzaussagen. Und Beweis verweise ich nur aufs Skript, Kapitel 11. Also reicht nicht, zeitlich nicht in der Vorlesung. Ich würde einfach noch ungefähr 3 Vorlesungstermine dafür brauchen. Man braucht eine Reihe von technischen Lemmas, die aufeinander aufbauen. Und, man lernt eigentlich nicht besonders viel dran. Ist interessant, Sie können es sich mal angucken, wenn Sie wollen. Ist gut ausgearbeitet im Skript drin. Dann ist Korollar 8.6, machen wir nur in Übungen, gehe ich nicht drauf ein. Und der entscheidende Satz ist dann Satz 8.7. Das ist die Folgerung aus dem Ganzen. Das ist das, wozu ich die ganze Martingaltheorie eigentlich brauche. Also brauchen die bisherigen Sätze und noch den Satz 8.5, um Satz 8.7 zu zeigen. Wir haben jetzt eine Folge Vn von quadratischen integrierbaren reellen Zufallsvariablen mit der Eigenschaft, dass die Summe der Varianzen der Zufallsvariablen klein und endlich sind. Thank you.
Und die Aussage ist dann ist die folgende Folge fast sicher konvergent. Und die Zufallsvariable, die Summe k gleich 1 bis n, vk minus dem bedingten Erwartungswert, und ich wollte n gleich 1 bis groß n schreiben, vn minus bedingten Erwartungswert und vn. Diese Folge fast sicher komplett. Weil die Partialsummenfolge zu Vn minus dem bedingten Erwartungswert von Vn gegeben, V1 bis Vn minus 1, ist fast sicher komplett. Und das werden wir beim nächsten Mal verwenden, um das Kriterium von Kolmogorov zum starken Gesetz der großen Zahlen zu beweisen. Wenn Zufallsvariablen xn unabhängig quadratisch integrierbar sind es gibt verschiedene Varianten davon, aber vielleicht zeigt es Sinn. Ich schreibe es zunächst mal in der richtigen Variante. Also eine Version wäre für unabhängig identisch verteilt und dann einfach die Varianz klein und endlich. Und dann würden Sie es eben mit xi, wenden das an auf xi durchgeteilt durch i. Und dann ist automatisch, wenn vn, also die Zufallsvariable vn Schlange geteilt durch n ist und die Zufallsvariable vn Schlange hat eine endliche Varianz, dann steht hier eigentlich der Konstante mal 1 durch n Quadrat. Konvergiert, ne? Ist das für Sie. Aber man kann eben Kolmogorov auch für, das ist das Schöne vom Kriterium von Kolmogorov zum starken Gesetz der großen Zahlen, man kann es eben auch für nicht unabhängige, für nicht identisch verteilte Zufallsvariablen formulieren. Und da müsste ich ein bisschen besser aufpassen. Okay. Gut, dann ist, ich weiß nicht, ob Sie sehen, wie beweisen wir das? Eigentlich klar, wir wenden den Satz drüber an. Wir zeigen, dass da unten ist ein Martingal mit Limes Superior, Wartungswertbetrag, klein und endlich. Dann sind wir fertig. Okay. Genau das machen wir. OBDA ist der Erwartungswert der Vn immer gleich 0, sonst ersetze ich einfach Vn durch Vn minus Erwartungswert von Vn und das kürzt sich dann hier drin einfach raus. Ziehen Sie auf beiden Seiten der Erwartungswert von Vn an. An der erzeugten Signaleingebrei ändert es nichts, ob Sie noch eine Konstante abziehen. Und das Minus Erwartungswert von Vn kommt dann hier nochmal mit dem Minus Minus Erwartungswert von Vn sich weg. Also OBDA dann mache ich ein bisschen Notation. Ich definiere dieses Vn minus Erwartungswert von Vn gegeben, V1 bis Vn minus 1 als Wn. Da muss ich eigentlich aufpassen und weil ich muss auch sagen, was meine ich mit W1. Das wäre E1 minus Erwartungswert von V1 gegeben, gar nichts. Das ist einfach der Erwartungswert von V1. Also das ist auch in der Notation des Satzes so gemeint, dass wenn da ein bedingter Erwartungswert steht bezüglich gar keiner Zufallsvariable, dann ist eben die kleinste Sigma-Algebra bezüglich der das messbar ist.
ist die leere Menge und Omega und der bedingte Erwartungswert ist die konstante Erwartung. Und da ich ja Erwartungswert von V n als 0 vorausgesetzt habe, kommt der V als 1. Und weiter setze ich Sn als Summe i gleich 1 bis n und j gleich 1 bis n wieder. Zu zeigen ist dann, dass dieses SNP fast sicher konvergent ist. Und das folgt eben aus dem Submartingal-Konvergenztheorem, sofern wir zeigen, dass das FSN ein Submartingal mit Limes Superior Betrag von Erwartungswert, Betrag von SN, Erwartungswert, Betrag von SN kleiner und ähnlich ist. Die Behauptung folgt aus dem Submartingal-Theorem, Konvergenztheorem. SN ist noch ein Gral. Ja, bezüglich der kanonischen Sigma-Algebra, und wir haben ja schon im letzten oder vorletzten Beweis gesehen, die kanonische Sigma-Algebra ist einfach die Sigma-Algebra, die von den einzelnen Summen erzeugt wird. Jetzt weisen wir eben 1 von 2 nach, Beweis von 1. Ja, und dann nehmen wir halt direkt den Satz 8 rein. Ne? Also die Partialsummenfolge ist ein Martingal. Wenn gilt, diese einzelnen Terme sind integrierbar, die V sind integrierbar, weil sie quadratisch integrierbar sind. Und dann müssen wir eben noch den Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben, V1 bis Vn. Das gilt noch, oder folgt uns als die Messbarkeit haben wir aufgrund der Definition der Sigma-Algebra auch. Das ist auch nicht. Gut. Unsere Vn sind integrierbar. Ach so, beziehungsweise ja, ich muss unsere Wn sind integrierbar. Das ist jetzt nicht Vn, sondern sind Wn. Da
da eben meine Vn integrierbar sind. Und die Vn sind integrierbar, weil sie ja quadratisch integrierbar sind. Punkt 1 und Punkt 2 muss ich mir jetzt eben angucken. Ich habe es mit Wn, weil der bedingte Erwartungswert und was ich jetzt hier ausnutze, ist, dass die von W1 bis Wn erzeugte Sigma-Ergebnis das gleiche ist wie die von V1 bis Vn erzeugte Sigma-Ergebnis. Überlegen wir uns gleich, wenn wir das haben, dann würde an der Stelle für den bedingten Erwartungswert auch W1 ergeben. V1 bis Vn. Und dann setzen wir eben noch ein. Bn plus 1 war ja Vn plus 1. Hier ist die bedingte Erwartung von Vn plus 1 gegeben. V1 bis Vn. Und davon wieder die bedingte Erwartung gegeben, V1 bis Vn. Dann lassen sich hier vielleicht ein bisschen Platz. Und dann wenden wir den Platz 7,3 mal wieder an. Also die bedingte Erwartung war linear. Das heißt, das ist die Differenz von zwei bedingten Erwartungen. Und bei der zweiten bedingten Erwartung, die ist ja der Integrant, also der bedingte Erwartungswert von Vn plus 1 gegeben, V1 bis Vn, ist ja messbar bezüglich V1 bis Vn. Das heißt, es gibt einfach den bedingten Erwartungswert. Das heißt, wir kommen hier auf den Erwartungswert von Vn plus 1. V1 bis Vn minus den entsprechenden bedingten Erwartungswert. Und da steht ja zweimal das gleiche da. Das oder Fragen dazu? Fragen? Also das Einzige noch ein bisschen haarige ist, warum ist die von W1 bis Wn erzeugte Sigma-Algebra gleich der von V1 bis Vn erzeugten Sigma-Algebra? Und wenn Sie sich mir weiß genau angucken, dann sehen Sie vielleicht, eigentlich bräuchte ich es gar nicht so stark. Es würde eigentlich reichen. Ja, welche Richtung brauche ich denn? Also ich könnte ja auch hier auch sagen, ich mache aus den bedingten Erwartungen mache ich eine zweifache bedingte Erwartung, wenn ich innen drin noch auf einer größeren Sigma-Algebra integriere Dinge. Das heißt, es wird eigentlich diese Richtung ausreichen. Ne? Dann würde ich den größeren bedingten Erwartungswert noch hinschreiben müssen, aber der stört mich eigentlich nicht dran. Also, aber es geht sogar die Gleichheit. Ja, ist eine Teilmengenbeziehung. Sehen Sie die Richtung? Also warum ist die von W1 bis Wn erzeugte Sigma-Algebra eine Teilmenge von der von V1 bis Vn erzeugten Sigma-Algebra? Sehen Sie das? Also warum ist die kleinste Sigma-Algebra bezüglich der alle W1 bis Wn messbar ist, enthalten in der von V1 bis Vn erzeugten Sigma-Algebra? Das heißt, Sie müssen, oder
nach Definition der kleinsten Sigma-Algebra genügt es zu zeigen, dass sie die 1 bis bn alle bezüglich f von v1 bis vn b messbar sind. Warum ist das der Fall? Weil die bn ist ja die Summe von vn und dem Erwartungswert. Das ist das vn ist auf jeden Fall f von v1 bis vn messbar. Und der bedingte Erwartungswert bezogen auf v1 bis vn ist eigentlich f von v1 bis vn ist ein messbar. Okay, also Sie gehen direkt über die Definition. Das Vn ist eine Differenz von, das Vn ist eine Differenz von zwei Zufallsvariablen. Die erste ist natürlich f von V1 bis Vn messbar, weil es ja Vn selber ist. Und die zweite ist nach Definition f von V1 bis Vn minus 1 messbar und damit auch f von V1 bis Vn messbar. Das ist noch klar. Dann fehlt noch die zweite Richtung. Nur ein paar Bilder zu wünschen übrig, aber okay. Was sagen Sie dazu? Also jetzt müssen Sie zeigen, dass die V1 bis Vn alle f von W1 bis Wn messbar sind. Ja, dann machen Sie es einfach umgekehrt. Also Sie lösen es nach Vn auf. Dann sehen Sie, Vn ist gleich Wn plus den bedingten Erwartungswert von Vn. V1 plus Vn plus 1. Und jetzt ist das natürlich ganz klar f von W1 bis Wn messbar. Und jetzt zeigen Sie eben mit Induktion, dass diese Beziehung gilt. Und dann ist das, das ist f von V1 bis Vn minus 1 messbar, b messbar. Und damit, wenn f von V1 bis Vn minus 1 gleich f von W1 bis Wn minus 1 ist, ist es auch f von W1 bis Wn minus 1 b messbar. Plus Induktion. Und damit haben wir den ersten Teil. Fragen soweit? Dann habe ich Ihnen versprochen, ich höre 6 Minuten zu früh auf. Ich habe 2 Minuten zu früh angefangen. Das heißt, ich habe jetzt noch genau 4 Minuten, aber 4 Minuten reicht nicht mehr für Teil 2. Also ich höre de facto 13 Minuten, aber was eigentlich wegen 2 Minuten zu früh angefangen, nur 11 Minuten zu früh auf. Dankeschön.